Wir sind wieder da, meine Damen und Herren, mit dem zweiten Teil unserer Community Talks mit ein bisschen Verspätung, bedingt durch mich. Ich war lange im Urlaub und dann, weil das nicht gereicht hat, war ich auch noch krank. So, aber jetzt sitzen wir wieder hier mit Michael Graf und dem Phil Elsner. Phil ist unser Community Manager. Michael kennen wahrscheinlich alle als Chefredakteur der GameStar seit 1000 Jahren. Ich hänge hier rum. Genau, genau. So. Wir machen weiter, aber mit einem Kniff sozusagen. Es kommt ein Twist, meine Herren. Wir sprechen nochmal über Anliegen aus der Community. Allerdings habe ich dieses Mal eine Reihe von Leuten gefragt, die sozusagen nach unserem Konsens identifiziert waren als hartnäckige und häufige Kritiker der GameStar. Ja? Also keine Trolle, sondern aber Leute, die halt immer und immer wieder auftauchen und sagen so, Moment. Ja? Namentlich vertreten sind unter anderem die Herren BadTaste21, Hawks73, Husky666. Ich hatte auch den FatToMad angeschrieben. Der wird allerdings ein bisschen weniger vorkommen, weil er hat hauptsächlich darüber geschrieben, warum er einen etwas schärferen Ton anschlägt. Das soll jetzt aber hier nicht nochmal Thema sein. muss man sagen. Und es gab auch noch eine ganze Reihe andere, aber das sind so die Hauptprotagonisten, um die es heute gehen soll, um sie mal namentlich zu erwähnen. Und alle miteinander übrigens haben eingeleitet oder geschlossen damit, dass sie ja deswegen so viel kritisieren, weil sie die GameStar eigentlich mögen. Ja. Und Gott sei Dank. Ja, ja. Und Ende. Nicht wahr? Ja, genau. Und danach haben wir die E-Mails gelöscht. Ja, genau. Und wie der Hawks73 sehr schön schreibt, ist es halt wie bei einem alten Ehepaar, dann nörgelt man ein bisschen aneinander rum, aber man hat sich trotzdem lieb. So. Und jetzt gehe ich mal sozusagen die Punkte durch, die da mir am dringlichsten erschienen, insbesondere weil sie halt auch vielleicht mehrfach von den Leuten in den Vordergrund gestellt wurden oder weil jemand gesagt hat, so, das ist halt der Grund, was mich unglaublich stört. Und dann gucken wir mal, was ihr dazu zu sagen habt. Ich habe das unterteilt in mehrere Blöcke, die sich teilweise so ein bisschen überschneiden werden. Und der erste ist übertitelt mangelhafte Kommunikation. Und ich leite den mal ein mit einem Zitat. Das habe ich aus einer PM von dem BadTaste21 übernommen. Dass so viel geschrieben wird, er meint kritische Kommentare, liegt ja in erster Linie daran, dass so gut wie gar nicht darauf eingegangen wurde oder dass sie sogar ignoriert werden. Was ein Punkt ist, der ab und zu durchaus quasi mal sich wie so ein roter Faden durch die Community zieht, dass die Leute das Gefühl haben, wir tauchen ab wie so ein U-Boot. Wir sagen mal was oder sowas, aber dann sind wir auf einmal nicht mehr da oder wir reagieren gar nicht auf kritische Nachfragen oder auf Probleme, die an uns herangetragen werden. Wie der Community Manager, haben wir, reagieren wir zu wenig, ignorieren wir unsere Community? Also ich kann gut verstehen, woher diese Nachfrage oder diese Beschwerde kommt, weil es vielleicht durchaus dem einen oder anderen so vorkommt, wenn er vor allem nur einen Kanal bei uns im Auge behält. Ich finde, dass wir durchaus viel reagieren auf die Community, das hat sich auch gebessert in der letzten Zeit. Dabei muss man halt vor allem berücksichtigen, auf wie vielen Kanälen wir arbeiten und auf wie vielen Kanälen wir Feedback geben. Wir bekommen PMs, wir bekommen E-Mails, wir bekommen die ganz, ganz viel Feedback und Kritik im Forum. Wir haben die Kommentarsektion, wir haben dein Feedback-Format, wo wir auch Feedback liefern. Wir haben den Kundenservice, wir haben Facebook-Nachrichten etc. etc. Und eigentlich sind wir auf all diesen Kanälen aktiv und auf all den Kanälen schreiben wir, antworten wir. Und dadurch zerfasert sich das Ganze aber gleichzeitig. Das heißt, wir sind nicht ständig im Forum und antworten auf jeden Thread oder sind in jedem Thread. Allein, wie groß das Forum ist, also nur um einen Kanal davon jetzt mal zu nennen, wie groß das Forum ist. Wir haben 14 Forenkategorien mit 30 Threads jeweils. Also wir haben über 500 aktive Themen im Forum. Das ist klar, dass wir nicht überall sofort zur Stelle sind. Aber wir antworten durchaus, wenn man uns kontaktiert, dann kriegt man eine Antwort von uns. Ich beantworte jeden Tag PMs, alle PMs, die an mich gehen werden, beantwortet. Ich halte da mal ganz kurz ein. Das halten wir auf jeden Fall mal fest. Also ja, wichtig für die Leute, die tatsächlich irgendein Anliegen haben, auf das sie dringend eine Antwort möchten, schreibt eine PM, ja, auf den, das ist das Private Message System auf unserer Webseite an. Phil beantwortet das auf jeden Fall. Ich würde aber deswegen einhaken, weil natürlich geht es nicht darum, dass die Leute fordern, dass wir auf den Thread, keine Ahnung, wie, was ist euer Lieblings-Action-Shooter oder sowas antworten. Es wird sicherlich um ein paar wenige Threads gehen und es gibt so ein paar Dauerbrenner-Themen, wo die Leute immer wieder nachfragen. Ich merke das bei Feedback zum Beispiel, da kommen halt immer wieder die gleichen Fragen zu bestimmten Themen. Eins davon ist zum Beispiel das berühmte Foren-Update. Da hat irgendjemand mal, leichtsinnigerweise muss man heutzutage sagen, rückblickend gesagt, ich glaube März 2014 wurde mal angekündigt. Für das Foren-Update. Ja. Also keine Ahnung. Ja. Und das ist inzwischen ja so ein Running Gag. Man sieht es in den Kommentaren immer mal wieder, dass die Leute sagen, das wird im März geändert. Ja, genau. Das wird bestimmt dann im März wieder behoben.
Ja, ich war heute bei unseren Programmierern vor der Sendung und habe mal nachgefragt. Ja, und es gibt nach wie vor natürlich dieses Ticket. Ja, also das Ding ist, um das mal kurz zu schildern, wir sind momentan auf einer Forum-Software. Ich glaube, das ist das VBB oder so, oder keine Ahnung, kann auch PHP-Bulletin-Board sein, auf jeden Fall. Und wir wollten das wechseln auf eine andere Forum-Software. Unser Forum ist allerdings in die Website integriert. Das heißt, Funktionen in diesem Nutzerkontrollzentrum, das wir haben, meine Videokommentare, ja, zum Beispiel laufen noch über das Forum, während normale Kommentare auf der Website auf einem anderen System basieren. Es ist ein Hybrid-System, das will eigentlich auch keiner. Das müsste mal technisch aktualisiert werden. Da hängt aber ein Rattenschwanz an Änderungen dran und vor allem, wenn wir jetzt auf eine andere Forensoftware umsteigen, dann ist diese Integration hinterher vielleicht nicht möglich oder kaputt. Es gab Probleme damit, dass die dynamische Anzeige von Headern und so ein Problem sind. Mhm. Dann war es tatsächlich kurz davor, dass es geändert wurde. Das war auch um die Zeit, wo diese Ankündigung geschehen sollte. Da hat man aber offensichtlich übersehen, dass eine zentrale Mitarbeiterin in dem Programmiererteam in Elternzeit geht. Ja, das hat nochmal zu einer Verzögerung geführt. Also es gibt halt leider ganz viel intern, was dafür dann verantwortlich ist. Und dann rutscht es quasi in der Planung immer weiter nach hinten, weil dringlichere Sachen dazukommen. Die Frage ist jetzt natürlich, wieso kommt dann proaktiv nicht was, wo sich jemand mal wieder meldet und sagt so, hey, pass mal auf, das ist passiert. Das verzögert sich jetzt oder wir müssen diesen Plan erstmal komplett begraben. Es ist schwierig. Also ich kann es durchaus verstehen und wahrscheinlich gibt es da durchaus Verbesserungen bei uns, die zu machen sind. Gerade was Ankündigungen angeht, Downzeiten angeht, wenn das Forum mal abgeschmiert ist und die User nichts davon hören, außer dass sie dann aufs Forum gehen und sehen, okay, da ist gerade was kaputt. Aber es ist für uns auch relativ schwer, sowas einzuschätzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Nachfragen bekomme oder im Forum was lese, wann wird das und das ausgerollt oder was ist eigentlich mit diesem und jenem Update, dann muss ich mal gucken, was ist das für ein Update, wer ist dafür verantwortlich, wer hat das wann, warum angekündigt, wird daran gearbeitet und wie lange dauert das, was hängt da alles noch dran, wie du gerade gesagt hast, das ist bei uns technisch ein riesiges Konstrukt und niemand hat da komplett alleinigen Durchblick durch alle Bereiche und ob das das Forum angeht, die Webseite angeht, Werbeauslieferungen angeht oder sogar die App angeht, sind es unterschiedliche Leute, die an unterschiedlichen Fronten da kämpfen und arbeiten. Und deswegen ist es schwierig, sowas zu bündeln und sowas in Ankündigungen zu verfassen, finde ich. Ja. Und soll ich den Flughafen-Gag vorher machen oder nachher? Ein Forum umzubauen ist ja nicht so simpel, wie einen Flughafen zu bauen. Nein, aber es ist ein bisschen ein Learning daraus, ist ja auch, es ist immer schwierig, konkrete Zeitpläne für was anzukündigen, wenn man noch nicht weiß, ob sie einhaltbar sind. Also auch die Ankündigung war wohl eher was, wo man gedacht hat, ja, das wird schon fertig. Und dann hinterher, wie du gesagt hast, gemerkt hat, wird es wohl doch nicht. Ja. Ich weiß, dass daran immer noch gearbeitet wird. Mir wurde gestern auch wieder ein neuer Zeitplan witzigerweise gesagt dafür. Den sage ich jetzt aber nicht, weil wenn ich das jetzt sage, werde ich dann wieder drauf festgenagelt und es stimmt wieder nicht. When it's done. Ja, so ungefähr, genau. Ja. Wie gesagt, Flughafen und so weiter. Aber es ist tatsächlich, das Problem ist, wie du sagst, es gibt, wir sind jetzt auch nicht gerade klein in dem Sinne, wir haben auch nicht gerade wenige Mitarbeiter und es ist immer dann ein bisschen, man muss immer erstmal rausfrickeln, wer ist dafür zuständig, was wird wo gemacht, welcher Zeitplan steht dahinter, welches andere Projekt, an dem jetzt vielleicht noch nicht gearbeitet wird, aber gearbeitet wird werden müssen, weil sich die Planungen ändern kann dazwischen kommen, sodass es dann doch wieder nicht klappt. Wir leben halt nun mal in einer Branche, die sich relativ schnell verändert, auch das Internet hält ja nicht unbedingt still, wenn wir mal sagen, wir würden jetzt aber mal gerne kurzes Forum fertig machen, ne? Auch da kann wieder was dazwischen kommen, also langfristige Planungen sind immer was sehr Schwieriges zu kommunizieren. Und man muss fairerweise, glaube ich, sagen, das Forum ist nicht unsere Top-A1-Priorität, wenn wir sagen, es gibt Änderungen zu machen, wir müssen technisch unsere Webentwickler was vorziehen lassen, dann handelt sich das meistens um die Startseite, weil das Forum ist nun mal nicht unsere Startseite, sondern das ist die GameStar.de und darum geht es uns dann im Zweifel mehr als ums Forum. Naja, oder ein Videoplayer oder all die anderen Sachen, die geändert wurden. Es ist ja auch, die Leute beschweren sich ja immer wieder, auch zu Recht, über technische Probleme auf der Seite. Andererseits wird halt auch viel dran rumgeschraubt und es werden viele Dinge gelöst und andere Sachen treten dann wieder auf. Also es ist auch so ein bisschen ein Ineinandergreifen von Problemen. Okay, das ist gelöst, da ist wieder Neues, dann ist das gelöst, dann ist da wieder Neues. Also natürlich gibt es immer technische Probleme, das heißt aber nicht, dass nichts passiert. Ja. Es gibt noch eins, das richtet sich so hauptsächlich an uns beide, dass halt auch die Kritik kam, dass die Chefredaktion offensichtlich manchmal sehr hilflos in der Beantwortung solcher Fragen ist oder so. Und dazu, das ist halt genau dieser Punkt. Also wir haben jetzt schon, das weißt du, relativ viele Meetings, in denen Informationen ausgetauscht werden. Wenn wir jetzt tatsächlich auch noch eben regelmäßig mit irgendwo Web-Development mieten müssten, damit die uns ein Update geben über diese Nachfrage, jene Nachfrage und so, das ist halt sehr schwierig. Ja. Das könnte sicherlich auch teilweise noch besser laufen.
bemühe mich ja auch häufig mal bei Feedback oder so oder heute, wie gesagt, dann mal rumzulaufen und die Leute fragen, gibt es da ein Update, was war denn überhaupt und so weiter und so fort. Jetzt könnte man sagen, warum passiert sowas nicht direkt, wenn so eine Community-Nachfrage kommt, aber da ist halt der Alltag so dicht gestaffelt häufig, dass man sich einfach denkt, so, ich kriege das nicht mehr unter. Ja. Und dann fällt es tatsächlich halt hinterher irgendwo vom Wagen, ja, würde ich mal behaupten. Es ist ja auch tatsächlich, wie du sagst, wir haben halt so viele Kanäle. Ich sehe das zum Beispiel bei Markus Schwertl, ist eigentlich Chefredakteur GameStar GamePro, hauptsächlich verantwortlich für die Printausgaben, aber auch für die Apps. Mhm. Und ich sehe ja täglich an unseren Postfächern, wie viele Anfragen zur App reinkommen. Das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht. Hier und da gibt es ein technisches Problem oder ich kann die Ausgabe nicht vernünftig laden. Und auch da, Markus schaufelt sich dann halt nach Möglichkeit die Zeit frei, all diese Fragen noch zu beantworten, was aber dann irgendwie halt noch oben drauf kommt. Und wenn dann aber plötzlich wieder bei ihm jemand steht und sagt, Heftproblem, die Druckerei brennt oder so, dann ist das eben in dem Moment vielleicht wieder dringender. Und so, je mehr Kanäle man hat, auf denen man halt irgendwie achten muss und gucken muss, was da passiert und welche Fragen kommen, desto komplizierter wird es halt einfach alles dann wirklich zu sehen. Ja, übrigens auch von mir der Hinweis, ich beantworte auch jede PM. Ich beantworte alles, was man mir auf Facebook schreibt. Ich habe eine eigene Facebook-Seite, wo man quasi mir schreiben kann und so. Also das auch als Hinweis. Ich kriege keine PMs. Und dann würde ich mal zum nächsten Block weitergehen. Und das ist dann auch ein ewiges Thema. Und zwar geht es um Werbung und es geht um die Technik der Webseite. Ich lese mal das eine Zitat vor, das ist auch von dem Badtest 21. Weshalb erfährt die technische Pflege der Webseite und des Forums so eine andauernde Gleichgültigkeit, sodass es immer wieder zu Totalausfällen und Defekten kommt? Und dann habe ich hier noch eins, das lautet, muss Werbung, die ganz offensichtlich als Betrug erkennbar ist, wirklich sein bei einem ansonsten seriösen Spielemagazin? Zu dem Thema mit der Technik haben wir jetzt eben schon mal Stellung genommen. Das wäre eigentlich die gleiche Antwort, also was der Kenntnisstand und so weiter angeht. Jetzt reden wir mal kurz über die Werbung auf der Webseite. Das ist so ein Ding, auch zum Beispiel, wie invasiv darf die Werbung sein oder wie invasiv empfindet sie der Nutzer? Weiß nicht, Michael, das ist eine Frage, die sich vielleicht am ehesten noch sozusagen an dich richtet. Die Leute sagen ja immer, ich würde ja gerne meinen Adblocker ausstellen. Ich habe das gestern gemacht und dann sprang mir sofort diese oder jene Anzeige ins Gesicht und dann habe ich ihn sofort wieder angemacht. Das geht ja gar nicht. Ihr seid völlig unmöglich. Und warum ändert sich da nichts? Also sag mal, unsere Standardantwort lautet ja immer, erstens, wir als Chefredaktion oder überhaupt als Redaktion sind für Inhalte verantwortlich, nicht fürs Business in erster Linie. Und zwar halt klarer gesagt, für Anzeigen. Das läuft über die Sales-Abteilung, ist ein komplett getrenntes Team. Gott sei Dank, ja, die reden mir nicht rein, ich rede denen nicht rein. So soll es sein. Ja. Ich will auch nicht, dass jemand, der Anzeigen verkauft, zu mir kommt und sagt, ich habe hier eine Anzeige für World of Tanks, aber nur, wenn es 125 Punkte kriegt. Ja, so läuft es nicht. Alles wunderbar. Es gibt sicherlich Beschwerden in der Richtung, die berechtigt sind, auch was zum Beispiel teilweise irgendwelche Overlays betrifft, die halt nicht richtig funktionieren, auch technische Beschwerden. Gab immer wieder Sachen, die nicht funktionieren. Gibt auch Werbung, die irgendwie für Plusmitglieder ausgeliefert wird, was nicht mal passieren sollte, weil irgendjemand vergessen hat, irgendein Häkchen zu setzen. Ja. Also ja, Fehler passieren. Das muss man mal erzählen, aber also diese Geschichte mit dem Werbung wird angezeigt, auch wenn man Plusmitglied, eingeloggtes Plusmitglied ist oder sowas, das sorgt auch dafür, dass hier intern Leute ausrasten. Ja, natürlich. Ja, na klar. Ich auch. Also nicht nur der Nutzer, also du und Daniel Visarius insbesondere natürlich, aber auch all die anderen, die halt, also ich sitze ja bei Feedback Live auch immer wieder da und sage, hey, kommt, GameStar Plus ist dann die Lösung oder sowas und natürlich sehen wir alle aus wie Trottel, wenn dann sowas passiert und sowas und dann gibt es auch hier intern durchaus viele Leute, die sagen so, hey, das muss aufhören, ganz schnell. Ja. Und was Theaterwerbung angeht mit unseriöser Werbung, da wird unter anderem gab es ja Kritik an Dildo-Werbung, glaube ich, die es gab auf der Website, an irgendwelchen Webseiten, die auf irgendwas verlinken, was wohl nicht ganz seriöse Geschäftemacherei ist, wie auch immer. Und das Ding ist gerade, was eben so Dildo-Werbung angeht, auch das, wenn man in letzter Zeit sich mal irgendwie eine Fernsehsendung angesehen hat, auch das läuft ganz normal im Fernsehen inzwischen. Kannte ich aus meiner Jugend jetzt zwar auch nicht, gibt's aber inzwischen ganz normal. Und ich glaube eben auch nicht, dass wenn irgendwie bei Spiegel TV oder wie auch immer diese komischen Sendungen heißen, dass in den Werbepausen läuft, der Moderator sich unbedingt darum kümmern muss, dass es nicht passiert. Und das ist eben so dieses Ding, wir als Redaktion haben darauf keinen Einfluss, wollen, um offen zu sein, darauf auch keinen Einfluss haben, solange es nicht die Grenze zur Katastrophe überschreitet, wie es damals war bei diesen komischen Nackt-Handy-Bildchen-Anzeigen in der gedruckten GameStar, wie es wieder wäre, wenn wir jetzt Nackt-Handy-Bildchen anzeigen. Gibt es sowas überhaupt noch? Glaube ich nicht. Jetzt im Zeitalter des Internets. Ich hätte das in der Service-Rubrik gesehen, wenn du mich fragst. Ja. Wenn es das jetzt wieder gäbe oder sowas, also es gibt schon an Grenzen, wo wir mal auch sagen, Freunde, überleg nochmal. Es gab auch in letzter Zeit, ich sage nicht, was es war, aber es gab eine Werbekampagne, die einen großen Aufschrei intern verursacht hat, wie auch extern, wo wir gesagt haben, das, Freunde, müssen wir so nicht mehr machen. Und auch da wurde gesagt, ja, okay, ihr habt recht, machen wir nicht mehr. Also das ist auch schon auch immer eine Diskussion, die intern stattfindet. Aber wir überspitzen sie nicht. Ja. Und es ist auch, und was wir halt auch immer wieder sagen, auch das ist ja was,
wie gesagt, wir sind nicht fürs Business verantwortlich, also wir sind jetzt nicht unbedingt in erster Linie dafür verantwortlich, wie wir Geld verdienen, sondern erstmal, dass wir geile Inhalte haben hauptsächlich. Es ist aber auch so, wir können es uns in unserer wirtschaftlichen Lage halt auch nicht unbedingt leisten, Anzeigen einfach mal so abzulehnen, ne? Wenn wir irgendwie sagen, uns gefällt das nicht, der Werber aus Video gefällt uns nicht, machen wir nicht, weil auch da, wir müssen mit der GameStar.de halt nun mal auch Geld verdienen, weil Mieten und so. Ja, ich muss vielleicht noch ein paar Punkte von mir dazu ganz kurz. Also erstens, ich surfe grundsätzlich ohne Adblocker. Ja, und zweitens bin ich auch, habe natürlich GameStar Plus, aber ich surfe auch meistens uneingeloggt extra auf unserer Webseite, wenn ich nicht quasi dann mal einen GameStar Plus Artikel lesen will oder sowas. Und finde aus meiner Erfahrung, als jemand, der jetzt aber auch schon seit 1000 Jahren im Internet unterwegs ist oder so, also ich finde die Werbung in der Regel bei uns nicht so schlimm. Das ist tatsächlich meine Wahrnehmung. Von daher, also das ist eine Skala. Ich bin jetzt wahrscheinlich eher auf der toleranteren Seite. Das heißt aber umgekehrt, Leute, die da sensibler reagieren, die finden das natürlich vielleicht entsetzlich und so. Aber wenn ich mir anschaue, wie Werbung im Internet früher mal ausgesehen hat, ja, mit Pop-ups und weiß der Himmel was, also natürlich gibt es immer noch Pop-ups und sowas, aber da gab es dann halt mal 5 oder so gleichzeitig und weiß der Himmel was und Interstitials und der ganze Quatsch, den es schon gegeben hat. Also das heißt, in der Regel, es gibt Ausnahmefälle, aber in der Regel finde ich die GameStar-Werbung ehrlich gesagt nicht so schlimm, das mal einfach so als persönliche Meinung dazu. Es gibt noch 2 Themen, die da immer wichtig sind, das habe ich bei Feedback auch schon oft und oft erzählt, aber auch nochmal hier, vielleicht waren die etwas größere Runde sozusagen, Feedback ist ja immer ein relativ kleiner Kreis. Es gibt da 2 Sachen, die man beachten muss. Erstens, es gibt einen Vertrag mit einer Vermarktungsagentur, die Werbung auf der GameStar aufspielt. Das heißt quasi, wir haben von denen eine Schnittstelle, eine technische Schnittstelle, über die kommt diese Werbung rein. Unsere Entwickler, mit denen habe ich ja auch vorher nochmal gesprochen und sowas, die haben damit in der Regel gar nichts zu tun. Das heißt, denen fällt auch nicht auf, wenn da Probleme sind, wenn diese Werbung sich nicht schließen lässt oder sonst was. Das kriegen die nicht mit, da poppen keine roten irgendwas auf, weil das von einem ganz anderen Anbieter kommt. Das heißt, da muss erst ein Hinweis aus der Nutzerschaft kommen oder es muss jemand von uns auf der Webseite selber bemerken. Das ist leider ein Problem, aber das so funktioniert halt nun mal. Man sourced sowas dann heutzutage häufig aus. Umgekehrt haben solche Agenturen, mit denen schließt man häufig Verträge, wo die dann auch bestimmte Umsätze garantieren müssen oder sowas. Umgekehrt kann man dann auch nicht einfach sagen, nein, die Werbung nicht, die Werbung nicht, die Werbung nicht. Und dann am Schluss sagen, ach, du hast aber deinen Mindestumsatz gar nicht erfüllt. Ja, genau. Das macht es nochmal zusätzlich schwierig. Ja? Also erstmal in der technischen Beherrschbarkeit, zweitens auch in den Inhalten dieser Werbung. Und es gibt noch eine wichtige Anmerkung dabei, dass nämlich die Leute, die mit Adblocker auf der Webseite surfen, die kriegen auch von einem Drittanbieter Werbung eingespielt, die diese Adblock-Funktion umgeht oder versucht zu umgehen, je nachdem. Und das ist ein anderer Anbieter und da wurde mir zumindest in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt, da kommt zumindest ein Teil dieser Anzeigen her, die dann halt von mir aus auch mal Werbung für Glücksspiele oder so machen. Da ist dann der Hinweis, benutzt den Adblocker nicht. Tatsächlich. Ja. Also nicht, dass wir es deswegen jetzt total super finden oder sowas, aber Adblock-Nutzer und ihre Probleme, das ist sozusagen die harte Haltung, werden halt grundsätzlich nicht supported. Ja. Ja. Ja, also ich bin ja als Community Manager so ein bisschen da dazwischen, so als Schnittstelle zwischen den Usern und der Redaktion und auch unseren internen Abteilungen. Und das ist ganz richtig, was du sagst. Das muss man nochmal betonen, bei uns ist es getrennt, die Redaktion von der Anzeigenabteilung. Das ist was völlig Unterschiedliches. Und wenn ich Anfragen bekomme übers Forum oder per PM, was Anzeigen angeht, dann gehe ich damit ausschließlich zu unserem Sales-Team, zu der Anzeigenabteilung und schaue, was da nicht in Ordnung ist. Und das betrifft genauso Advertorials, also die Sponsored Stories, die entstehen nicht redaktionell. Und jede Form von Kritik an der Redaktion daran ist schlicht unberechtigt, weil wir das nicht produzieren. Sondern das ist dann was, was extern zugeliefert wird. Und wenn es damit Probleme gibt, dann, was durchaus vorkommt, dann wird sich darum unsere Sales-Abteilung kümmern. Und das machen die auch in einem eigenen Foren-Thread. Ja, genau. Ja, wobei natürlich ist ja so, die Kritik wird natürlich quasi an offenem Kanal geäußert, der in unsere Richtung geht. Das heißt nicht, dass die Leute das jetzt per se an uns adressieren. Die wollen einfach dieses Problem gelöst haben. Wer das jetzt löst, ist denen natürlich wurscht. Aber lass uns weitergehen zum nächsten. Weil das Werbethema ist, glaube ich, was. Da können wir nur über die Zeit halt immer so ein bisschen quasi da versuchen, diesen Mittelweg zu finden. Dass die Leute immer wieder sagen, nein, das ist zu viel. Und dann nimmt man den Schritt zurück, wo man das machen kann. Ja. Übrigens, je mehr GameStar Plus Nutzer da sind, desto mehr kann man diesen Schritt zurückgehen. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Wir wollen ja jetzt keine Schleichwerbung machen. Oder Das ist ja keine Schleichwerbung, das ist offensichtliche Werbung. Genau. So, den letzten Punkt habe ich übertitelt mit GameStar hört auf, GameStar zu sein. Das ist tatsächlich jetzt auch wieder ein Punkt, der sehr stark an Micha gerichtet ist. Ja. Sorry, Phil. Und zwar gerade von alteingesessenen GameStar-Nutzern hat man das Gefühl, glaube ich, dass die GameStar so ein bisschen teilweise
teilweise auf die schiefe Bahn gerät, nicht mehr die alte GameStar ist, dass da Veränderungen sind, die nicht gewünscht sind und so. Ich lese mal ein paar Zitate vor, die das widerspiegeln. Und zwar einmal von dem Hawks 73 habe ich hier, zum einen habe ich den krassen Schwund im Heft miterlebt. Wir reden von einem Heft, das mal über 200 Seiten hatte, dann lange Zeit 164 Seiten und mit einem Mal, ich glaube zum letzten Relaunch, wurden dann mickrige 130 Seiten daraus. Wohlgemerkt zum gleichen Preis wie zuvor. Einher ging das Ganze noch mit der unsäglichen Verdichtung. Damit Tim Stupp in der U-Bahn bei Olli Hund querlesen kann, gab es überbordende Screenshots, farbige Seiten, großen Schriftgrad etc. Es hat lange gedauert, bis die GS angefangen hat, dagegen zu steuern und das eigentlich auch nur nach massiver Kritik. Dann habe ich noch ein Zitat. Was haben wir uns im Forum den Mund fusselig geredet, dass das Heft so nicht bestehen kann, dass es ein Alleinstellungsmerkmal braucht und in dem auch Dinge stehen müssen, die nicht auf der GameStar.de erscheinen. Und dann schreibt er noch als drittes, bei Themen, in denen ich drin bin, wundere ich mich teilweise über die Unkenntnis der GameStar-Redakteure. Er hat aber auch geschrieben, dass das sich zum Teil schon gebessert hat, insbesondere zum Beispiel, also welche Themen oder sowas, dass halt auch mehr exklusive Sachen im Heft erscheinen und so weiter. Ich habe diese Anfragen noch im November letzten Jahres, also vor meinem Urlaub gestellt. Da ist jetzt diese Preiserhöhung der GameStar quasi also noch nicht eingerechnet. Ich vermute, dass sie da vielleicht sonst auch zur Sprache gekommen wäre. Ja. Aber reden wir mal drüber. Micha, du bist hier der Alteingesessene unter uns. Ja. Früher hatte das Heft nachweislich mehr Seiten. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Aber ansonsten, ja, natürlich hat sich die GameStar verändert, aber wie hast du das denn miterlebt? Also vielleicht, was ja immer wieder in den FAQs drin ist, die Leute stellen, ist ja, warum gibt es überhaupt weniger Seiten? Woran liegt denn das? Habt ihr keinen Bock mehr? Ja, seid ihr irgendwie so faul geworden? Ja, einerseits ja. Aber auf der anderen Seite... natürlich irgendwie schon. Aber die Anzahl der Heftseiten hängt ab von der Anzahl der Werbebuchungen oder der Anzeigenbuchungen im Heft. Und wir sehen halt seit Jahren, aber nicht nur in unserer Branche, sondern eben in allen Zeitschriftenbranchen, die es gibt, nimmt die Werbeanzeigen, das Werbeanzeigenvolumen ab. Es werden immer weniger Printanzeigen gebucht, weil eben es andere Medien gibt, in denen man vielleicht mehr Leute erreicht mit der Werbung, die man buchen möchte. Und das ist die Grundlage für Heftseiten. Das bezahlt sozusagen die Heftseiten. Und dass sie dann irgendwann angefangen haben zu sinken, lag eben nicht daran, dass wir gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr, sondern dass wir gesehen haben, Anzeigen, Seitenvolumen und Erlöse gehen eher so. Also so ein bisschen. Also gehen halt eindeutig runter. Ja. Also das ist so der Grund, der dahinter steckt. Die wichtige Zählung, wenn ich das ganz kurz nochmal einwerfen darf, ist ja eigentlich auch die Anzahl der redaktionellen Seiten, nicht die Anzahl der Gesamtheftseiten. Wenn man die mal zählen würde, würde man, glaube ich, sogar sehen, dass es... Der ist von Ausgabe zu Ausgabe immer ein bisschen unterschiedlich, aber die ist vielleicht sogar ein bisschen hochgegangen in letzter Zeit. Was diese Diskussion angeht mit der Verdichtung und der größeren Schrift und sowas, ja, die haben wir damals verfolgt und auch miterlebt. Und ich sage es mal so, auch das wurde intern sehr kontrovers diskutiert, die Geschichte damals. Es ist nicht so, dass es da nur massive Kritik oder halt Kritik von außen gab. Fragt sich immer, wie massiv das ist, wenn es im Forum nur stattfindet. Wir haben damals relativ wenige andere Kanäle gehabt, auch auf Facebook hat noch nicht so viel stattgefunden. Aber gut, da gab es auch auf jeden Fall intern viel Kritik dran. Nur mein Credo ist immer, ich sehe nicht viel Sinn darin, interne Diskussionen nach außen zu tragen, sondern sie intern zu führen und mich intern mit den Leuten zu schlägern, statt außen zu sagen, wir schlägern uns gerade. Bringt nichts. Ja. Ja. Das war nicht unbedingt geschickt kommuniziert damals, die ganze Geschichte, oder überhaupt nicht unbedingt eine geschickte Sache, weswegen wir es ja dann auch wieder rückgängig gemacht haben. Also das Kommunikationsverhalten damals war nicht gut, ganz klar, das haben wir auch daraus gelernt, unter anderem weshalb gibt es jetzt dich, also vielleicht nicht dich persönlich, aber den Community Manager, ja. Obwohl wer weiß, wie alt bist, egal. Und sowas würden wir auch nie wieder machen. Also es war einfach eine ungeschickte Kommunikation und auch eine ungeschickte Neuerung damals, die wir deshalb auch wieder zurückgenommen haben. Was war nochmal der letzte Teil der Frage? Der letzte Teil ist, dass er sich manchmal wundert, wie unwissend die Leute quasi sind, obwohl sie ja GameStar-Redakteure sind. Ich glaube, das hat er belegt mit einem Beispiel zum Beispiel aus Star Citizen. Das ist sowieso natürlich das Lieblingsthema, um den GameStar-Redakteur zu korrigieren sozusagen. Aber ich glaube, dass die Kritik ist sozusagen so, dass die Expertise schien früher anscheinend größer zu sein. Naja, sie ist jetzt einfacher verworfen, sage ich mal, inzwischen, weil einerseits gibt es im Schwarm von wie vielen Leuten, die wir inzwischen erreichen, 2,5 Millionen oder sowas, glaube ich, gibt es garantiert immer Leute, die irgendwas in irgendeinem Detailbereich besser wissen als du. Ich mache mir keine Illusion, dass ich alles weiß und alles perfekt weiß. Und wenn dann aber eine Info was wir halt oft erleben, ich weiß nicht, ob es in dem Fall jetzt, also wir jetzt konkret niemandem an den Karren fahren, der sich dann beschwert hat, mag ja durchaus ein berechtigter Punkt sein in dem Moment, aber
was wir halt oft erleben in letzter Zeit, ist, wenn eine bestimmte Info an einer bestimmten, an einem bestimmten Artikel, an einer News, an einem Test, an einer Preview nicht stimmt, ist der ganze Artikel Müll. Mhm. Und das ist nicht gut, ja, weil das ist auch nicht korrekt in dem Fall. Weil auch die Beschwerde über Star Citizen, ich glaube, in dem Fall konkret geht es um die große Geschichte, die der Christian Schneider geschrieben hat. Mhm. Genau, da ging es, also in der Kritik ging es explizit darum, dass, glaube ich, Christian eine Art von Überraschung darüber äußert, dass die Singleplayer-Kampagne jetzt separat vertrieben wird und so. Und der sagt jetzt natürlich, hey, das war ja von Anfang an klar. Was übrigens gar nicht mal hundertprozentig korrekt ist, weil ich habe ja Chris Roberts damals in Boston auf der PAX East besucht und damals gab es noch das Vorhaben, diese Singleplayer-Kampagne zwar separat zu entwickeln, aber hinterher in das große Universum zu integrieren. Man konnte dann also quasi aus dem, das hat er mir zumindest so erklärt, aus dem Spiel heraus sagen, ich möchte jetzt in diese Militärkarriere einsteigen. Das ist Squadron 42, diese Karriere. Die durchläuft man dann, kann dann auch nicht mehr zurück in dieses normale Universum und wenn man das abgeschlossen hat, geht man zurück und ist dann aber quasi automatisch ausgebildeter Militärpilot sozusagen. Also es gab da durchaus mal so die Idee, das auch in einem großen Ganzen zusammenzufassen, aber es ist jetzt schon sehr lange geplant, das separat zu machen. Ja, genau. Also die Überraschung, das war halt einfach unglücklich formuliert in dem Fall oder vielleicht halt auch in dem Moment hat es vielleicht Christian auch einfach nicht auf der Uhr gehabt, dass es schon mal irgendwo angekündigt wurde. Wobei gerade bei Star Citizen wird ja auch auf so vielen Kanälen so viele Details kommuniziert von irgendjemandem in den Foren, von denen in irgendwelchen Entwicklerposts, Entwicklertagebüchern, whatever. Das kannst du als einzelner Mensch nicht alles wissen. Uns geht es aber im Zweifelsfall auch gar nicht darum, jemandem etwas über Star Citizen zu erzählen, der schon alles über Star Citizen weiß. Weil was will ich dem denn noch erzählen? Es ist ja auch okay, wenn Leute sich da wirklich, wirklich gut auskennen. Nur vielleicht gibt es auch ganz viele Leute im großen, weiten Internet oder auch Heftleser, die noch nichts über Star Citizen wissen und halt mal gerne wüssten, was da gerade so passiert und was da die Planungen sind. Und denen dann halt nochmal, natürlich ein Fehler drin, sind immer blöd, aber denen dann halt nochmal eine Zusammenfassung zu liefern, was es momentan alles gibt, halte ich jetzt nicht unbedingt für einen Fehler. Ja. Und wie gesagt, der eine Punkt, das hätte man anders formulieren können, ist okay, entwertet aber den Artikel nicht. Also das heißt aber jetzt mal den großen Bogen geschlagen, also die Kritik, die dahinter steckt, ist ja anscheinend, dass zumindest der Eindruck entstanden ist. Ich glaube, in dem Fall war es Hox 73, der halt im Grunde genommen scheinbar den Eindruck hat, dass Gamester-Redakteure häufiger als früher keine Ahnung haben, wovon sie reden, sozusagen. Ich spitze es mal zu. Und da würdest du widersprechen. Da würde ich widersprechen, weil es ist auch ein bisschen, also ich bin jetzt kein Kommunikationstheoretiker oder sowas, aber es ist ja ein oft beobachtetes Phänomen heutzutage bei Internetdiskussionen, ist ja, dass sich Leute im Zweifelsfall sehr schnell mit einer Beschwerde oder mit einer Aussage berechtigt sehen, wenn andere Leute es genauso sehen. Ob jetzt eine schweigende Mehrheit das komplett anders sieht oder komplett anderer Meinung ist oder eigentlich ganz happy mit dem, was da steht, wenn sich die Leute beschweren, steht auf einem anderen Blatt. Also so ein bisschen die Suche nach Echokammern, um zu gucken, okay, die 5 Leute, die jetzt da drumherum gepostet haben, sind auch der Meinung, also stimmt es. Ist halt immer ein bisschen schwierig, dann auf das komplett richtige Bild zu schließen. Also das ist, wie gesagt, niemandem den Vorwurf. Die Sache hier konkret ist durchaus diskutabel, aber daraus den großen Vorwurf zu machen, die Typen haben noch keine Ahnung, das halte ich für übertrieben. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, was wir oft online in der Kommentarsektion erleben, dass wenn Kritik über, sei es ein Rechtschreibfehler, sei es ein sachlicher Fehler oder irgendwas, was an der Recherche nicht gestimmt hat, zu einer News geäußert wird und die dann hochgevotet wird und 3 andere Leute sagen, ja, das stimmt, das ist ja totaler Quatsch, dass dann sehr schnell der Tenor ist, ja, dieser Autor, der taugt doch nichts, dieser News-Autor. Und dass dann in folgenden News von dem Autor derselbe Tenor wieder angeschlagen wird. Mhm. Und die Leute sich nicht klar sind, hoppla, wir sind hier eigentlich nur 5, 6 Leute, die sich einmal geäußert haben, dass ihnen das nicht passt, wo 4 davon nur nachgeplappert haben und nicht irgendwie sehen, dass die News aber so und so viel tausendmal geklickt worden ist und anscheinend durchaus anderen Leuten gefällt oder taugt, die Information vielleicht doch korrekt ist oder es in dem Fall jetzt nicht so relevant war, nur um zu unterstellen, dass derjenige schlecht recherchiert hat. Top-Überleitung, also, Phil. Ja. Denn jetzt kommen wir zu den letzten Zitaten, die ich vorlese. Ja, und da geht es unter anderem auch um die News. Und zwar kommt das jetzt von Husky666. Und zwar schreibt der, was mich vor allem stört, ist die teilweise sehr lausige News-Qualität. Oftmals sind Zitate verkürzt, sinnentstellend, von äußerst fragwürdigen Quellen oder gleich eine Kombination aus all dem. Und er schreibt weiterhin, auch die Tests lese ich sehr gerne, obwohl mir bei einigen Reviews doch sehr der Fanboy raushängt. Zum Beispiel beim Fallout 4-Test, Herr Graf. Das geschrieben. Der Text sagt im Grunde aus 7x%, aber am Ende ist dann ein Bethesda-Bonus drauf. Das ist mir schon massiv bei Skyrim aufgefallen. Ein Star Wars Battlefront kriegt dann seine 78, was auch gerechtfertigt ist. Also das ist zweigeteilt. Reden wir mal kurz über die News. Das kam auch von anderen Seiten.
da gab es sehr häufig den Vorwurf der Clickbait-Headlines. Der kommt auch bei anderen Sachen, aber der kommt insbesondere bei den News vor. Mhm. Möchten Sie sich mal, wer äußert sich dazu? Ich gebe mal kurz den Disclaimer dazu. Das News-Ressort ist dem Christian Schneider untergeordnet sozusagen. Es ist deswegen auch immer ein bisschen schwierig, jetzt quasi für uns, jetzt für Kollegen zu sprechen, die so einen Bereich betreuen oder sowas, ja. Deswegen werden wir das jetzt mal vielleicht im weitesten Sinne. Ich würde aber auf jeden Fall vorausschicken, dass mit den News ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige, sehr harte Aufgabe, weil das halt einfach nur fortlaufend staccato-mäßig ist. Hier Meldung, Meldung, Meldung. Es geht sehr stark darum, das Ganze auch schnell zu machen, Google-verträglich zu machen und so weiter. Das heißt also, unter den Rahmenbedingungen macht der Christian eine sehr gute Arbeit. Das erstmal als Disclaimer vorneweg. Und jetzt sagt Micha was noch zum Thema Clickbait. Alles Quatsch. Ein bisschen, was den Begriff Clickbait angeht, ist es im Prinzip für mich, glaube ich, einfach nur das neue Bildniveau. Ne? Und diesen Vorwurf gibt es, seitdem ich bei der GameStar bin. Mhm. Also seit jetzt 12 Jahren, glaube ich, über 12 Jahren. Schon damals wurde vorgeworfen, ihr seid nicht seriös, eure News sind Mist, es ist alles hier irgendwie, ja, ist halt wie Bild und das brauche ich doch gar nicht lesen. Also den Vorwurf gibt es schon immer irgendwo als Keimzelle. Was diese Clickbait-Sachen angeht, ich denke, es ist okay, eine plakative Überschrift zu wählen, wenn die News oder der Artikel, den man danach liest, hält, was diese Überschrift verspricht. Also wenn in der Überschrift steht, warum Gabe Newell der schlimmste Entwickler aller Zeiten ist, und dann kommt ein Artikel, in dem detailliert aufgezählt wird, dass er ganz viele Fehler gemacht hat und so, dann hält diese Überschrift, dann hält der Artikel, was die Überschrift verspricht. Und trotzdem ist sie halt plakativ und sehr, sehr angreifend und provokant natürlich. Mhm. Nur mal als Beispiel, nicht, dass wir das machen würden. Gabe Newell ist super bestimmt. Ja. Das Ding ist, es ist ja nicht so, als würden wir sagen, alles ist perfekt. Ja, wir sitzen ja nicht da und sagen, oh, das Luftschloss, schön ist es. Ja, wir machen alles super. Mhm. Auch bei den News gab es schon Fälle, die wir diskutiert haben, die wir auch intern diskutiert haben und äußerst kontrovers. Also auch da gab es teilweise Sachen, wo wir einfach in dem Zusammenhang übers Ziel hinausgeschossen sind. Mhm. Und wo wir halt versuchen, dann korrigierend einzugreifen und wo auch korrigiert wurde teilweise. Wurden Überschriften geändert, wurden teilweise News komplett irgendwie umgeschrieben, weil wir auch intern gesagt haben, Moment mal, aus dem Zitat kannst du nicht so eine News machen. Das gibt das nicht her. Also das ist einfach Sinn entstellen, was du da getan hast. Und wenn es Sinn entstellen wird, dann muss was passieren. Und ja, das ist ja durchaus auch unsere Aufgabe, die von Christian, was er ja auch macht, dann zu sagen, stopp mal, Newsautor, ändere es. Mhm. Dieser generelle Vorwurf, ihr macht ja nur das, ist aber meiner Meinung nach nicht berechtigt. Mhm. Weil, wie gesagt, das meiste, was wir machen, ist, selbst wenn es eine provokante, pointierte, wie auch immer, Überschrift hat, immer noch nicht Sinn entstellen und versucht zumindest dann das zu liefern, was es in der Headline verspricht. Das ist halt unser Anspruch. Und ich würde auch sagen, wir werden besser. Ja. Ich würde ganz kurz vielleicht noch, wenn du mich das noch sagen lässt, mal einfach aus dem eigenen Nähkästchen geplaudert sozusagen. Das habe ich auch bei Feedback, glaube ich, schon mal erzählt. Also ich habe vor Monaten inzwischen schon tatsächlich auch selber einen großen Anschiss kassiert für die Headline gutes Spiel, scheiß DLC zu Evolve. Oh. Ja. Mhm. Aus zwei Gründen. Also erstens, das kam aus Timing-Gründen so zusammen, dass wir, glaube ich, 4 oder 5 Inhalte, also News, Videos und so weiter, veröffentlicht haben, die alle so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlugen bei Evolve, ja, was halt echt so ein bisschen auf einmal sogar beim Leser so aussah, so nach dem Motto, so jetzt reicht's aber, das arme Ding. Ja. Und wo dann tatsächlich auch hier meine Chefs dann gesagt haben, scheiß DLC geht nicht auf GameStar. Ja. Das ging vielleicht bei deinem scheiß Krawall, aber nicht auf GameStar. Ja. Wo ich dann gleich gesagt habe, scheiß, Moment. Ja. Ja. Das heißt aber auch da, also auch unsere Oberen haben auf sowas tatsächlich ein kritisches Auge sozusagen und da kommt auch ab und zu mal so ein bisschen so, hallo, ne, bitte, wir wollen zwar, dass das gut verpackt wird, aber gut verpackt sozusagen. Ja. Ja. Aber das nur mal so als kleines internes Beispiel. Jetzt, ja. Es ist ja auch oft der Vorwurf, und das lese ich da jetzt auch so ein bisschen raus oder höre das ein bisschen raus, unsere News-Autoren würden einfach frei, was ihnen gerade in den Sinn kommt, auf die Webseite klatschen. Völlig unkontrolliert, unreflektiert und wie du sagst, irgendwie aus dubiosen Quellen oder so. Ich würde sagen, unsere Quellen sind gerade bei den News alle insofern seriös, dass es glaubhafte Quellen sind. Und wenn es sowas ist wie Reddit oder es ist irgendwas Geleaktes oder es ist unsicher, dann wird es auch immer als solches benannt. Es ist immer so, dass in den News sehr relativiert wird, wenn wir sagen, wir wissen es nicht, es ist inoffiziell, es ist geleakt, es ist nicht bestätigt. Es gibt Gerüchte. Gerüchte-News sind ja auch gern so dieses Ziel von, ja, da spekuliert GameStar wieder wild rum. Nein, wir wollen dann nur die Information nach außen tragen. Es gibt das Gerücht, aber wir sagen ganz klar dazu, dass es ein Gerücht ist, dass es inoffiziell ist. Das
ist nicht so, dass wir irgendwelche dubiosen Quellen als seriöse Faktenquellen hinstellen oder auch ranziehen. Und bei den News-Autoren ist es genauso, dass dieser ständige Austausch stattfindet mit der Chefredaktion, dass die News kontrolliert werden. Die werden bei uns intern gelesen, die werden bei uns intern auch überarbeitet, wenn es sein muss, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und es ist wirklich nicht so, dass die News-Autoren frei durchs Netz geistern und sagen, hey, daraus lässt sich total die gute Clickbait-News machen, die stelle ich jetzt mal ganz oben auf die GameStar, sondern das sind wirklich Vorgänge, wo aus der Chefredaktion, und gerade der Christian macht es sehr viel, priorisiert wird, was für News schreiben wir, wo kommen die her, in welcher Reihenfolge werden die geschrieben, wie formulieren wir da die Headline. Also das ist nicht so, dass da irgendwelche, dass wir irgendwelche Leute auf unsere Webseite loslassen und ganz wild Clickbait-News schreiben lassen. Gut. Jetzt sagst du noch ganz kurz was zum Thema Fanboy-Tests und dann hören wir auf. Okay, wenn wir noch ganz kurz vorher was zum Thema Clickbait oder plakative Überschriften sagen, was wir ja auch immer sagen, warum wir sowas überhaupt machen. Warum machen wir es denn? Warum wollen wir denn, dass Leute klicken? Weil halt eine Website, die, jetzt sage ich es doch wieder, Geld verdienen muss, einfach eine große Reichweite braucht. Und wir brauchen halt Leute, die bei uns mal mit der Maus ein bisschen was machen. Und deshalb versuchen wir halt, aber das ist nichts Neues, auch das machen Zeitungen seit 200 Jahren, Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, die Headline auf einem GameStar-Cover wird natürlich auch danach formuliert, dass man das Heft verkaufen möchte. Ja, und auf einer New York Times und auf einem Time Magazine und auf einem Boston Globe und was auch immer. Ja, auch die formulieren ihre Headlines so, dass es Leute lesen wollen. Also das ist, glaube ich, nichts, was man Journalisten vorwerfen darf. Und ich bin kein Fanboy. das ist kein 7X. Also Fallout ist kein 7X-Spiel. Ja. Sonst hätte ich eine 7X drunter geschrieben. Das hat nichts mit einem Fanboy-Bonus zu tun. Vielleicht las ich der Text anders. Ich habe diese Beschwerde nicht nur von Husky gehört, sondern auch noch von anderen Leuten. Das kann ich mir dann selber ankreiden, wenn ich nicht rübergebracht habe, was das Spiel gut macht. Ich glaube, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich glaube, es lag an den Fazits auch ein bisschen. Ne? Also ich hatte ein sehr kritisches Fazit. Ich glaube, Maurice auch. Also wir waren ja so... Mag sein. Also vielleicht habe ich einfach nicht gut rübergebracht, welchen Spielertyp das anspricht und dann eben auch sehr gut sättigt, sage ich mal. Ich will jetzt in die Diskussion nicht wieder einsteigen, was es gut macht, aber einfach den Punkt. Und wie gesagt, diesen Fanboy-Vorwurf, das hören wir auch immer mal wieder. Es geht aber auch in zweierlei Richtungen. Einerseits, du hast es überbewertet, weil du bist Fanboy. Oder es ist unterbewertet, weil du bist ja Fanboy von irgendwas anderem. Und wenn du irgendwie ganz falsch Wertung gegeben hast, dann bist du bezahlt. Also immer schwierig, sowas dann auch zu beantworten tatsächlich im Forum. Weil wenn jetzt auch jemand sagt, es liest sich gefühlt anders, was soll ich denn sagen? Ich könnte drunter schreiben, ja, dann siehst du das halt so. Ja, also okay, dann entsteht bei dir der Eindruck, das ist aber nicht so. Ja? Das Spiel ist anders, sonst hätte ich es nicht drunter geschrieben. Also einfach dieses, ich versuche halt und auch die Kollegen in der Wertung, die sie am Ende geben, einfach nur wahrhaftig zu sein und das drunter zu schreiben, was das Spiel unserer Meinung nach verdient, ohne irgendwelche Boni für irgendwas. Und Skyrim war jetzt ja auch nicht gerade ein erfolgloses Spiel, weil Skyrim wurde ja auch angesprochen und hat auch vielen Leuten, glaube ich, ein bisschen Spaß gemacht damals. Geht jetzt auch nicht allgemein als schlechtes Spiel. Der Flop des Jahrtausends. Genau. Fallout ist schlechter, ja, deswegen hat es ja auch eine niedrigere Wertung bekommen. Auch nicht so gut wie The Witcher, haben wir ja auch klar gesagt. Aber es ist kein schlechtes Spiel. Auch bei Dragon Age Inquisition haben wir da ja rauf und runter diskutiert. Ja. Auch da sage ich bis heute die Wertung, die wir gegeben haben, ich mal wieder. Ich spreche es nur an, weil es zufällig von mir ist. Ist okay. Ja? Aber diese Wertungsdiskussion, ich sage nur, die wird es immer geben, die gab es immer. Es wird immer Leute geben, die sich in der Wertung nicht wiederfinden, was auch vollkommen okay ist, weil wir können einfach nicht in jeden einzelnen Kopf reinschauen und sehen, was derjenige jetzt genau erklärt werden will und was den abstößt und was er aufgewogen haben will, mit welchen anderen Argumenten, die dann vielleicht in der Stärke nicht in dem Text drinstehen. Sehr esoterisch, aber diese Fanboy-Kritik nie. Ja, und vielleicht auch nochmal als einer derjenigen, die er dann auch als ein kritischeres Fazit unter diesem Artikel gepackt hat. Ja? Also erstens, selbst ich hätte dem Spiel irgendwas mit nachgegeben, ja, vielleicht nicht die hohe oder sonst irgendwas, aber in 7 hätte ich da auch nicht hingeschrieben. Und das andere ist halt natürlich, ich bin dann in der bequemen Oppositionsparteienrolle. Ja. Ich muss nicht hinterher das verteidigen, was ich da als Zahl drunter schreibe, gegen eine andere Wertung, die vielleicht irgendwann von jemand anderem erstellt wurde, für ein anderes Spiel, was mit dem es dann aber verglichen wird. Ja, genau. Ja. Ich muss nicht die Pro- und Kontrapunkte dann hinterher rechtfertigen, die dann zu dieser Wertung in irgendeiner Form hinleiten oder Kategoriewertungen, die ja auch noch existieren, vielleicht auch nicht mehr jetzt wie im alten Wertungssystem, wo es noch mal eine ganz andere Geschichte war, ja. Aber auch wieder Wertungen, die dann zum Beispiel auch noch unter dem alten Wertungssystem entstanden sind und so weiter und so fort. Das heißt, es ist natürlich, das muss man sich dann tatsächlich, wenn man sowas sich anschaut, auch mal vor Augen halten. Das ist die bequemere Rolle, wo man einfach nur sagt,
ich finde das so, ich sehe das so und das und das und das, das hat mich gestört. Aber die Wertung, die gibt dann der Graf. Ja, ja. Und der muss den Kopf dafür hinhalten. Ja. Das vielleicht so, sozusagen, sind das Schlussworte? Möchtet ihr noch irgendwas am besten geben? Also wir haben schon gesagt, ne, PMs an mich und Phil werden beantwortet auf jeden Fall. Genau. Michael Graf kann noch ist eigentlich auch immer sehr aktiv, zumindest im Forum, bist du quasi vorbildlich. Hin und wieder. Ja. Ich beantworte auch PMs, ja. die an mich geschickt werden, vielleicht nicht innerhalb der folgenden 2 Monate, aber irgendwann passiert es. Ja. Ja, also klar. Und auch auf Facebook, wie du gesagt hast, ja. kann man mich anschreiben. Auch da vielleicht innerhalb von 2 Monaten keine Antwort, aber irgendwann ja. kommt das. Kleiner Hinweis, ich habe just heute den Ansprechpersonen- und Kontakt-E-Mails-Thread überarbeitet, weil mir aufgefallen ist, dass da veraltetes Zeug drin steht, wo man uns erreichen kann, wie man uns erreichen kann, für welche Sachen, Abo, Plus, etc., 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 technische Fragen, eben Fragen zur Website, Forum, ganz oben Sticky Thread anschauen. Ja, meine Herren, das war's. Wir haben uns jetzt heute mal extra wirklich die Zeit genommen. Das dürfte echt ewig lang gewesen sein. Der Sebastian wartet schon darauf, ins Studio zu dürfen. Deswegen sage ich, das war's. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.